Naturkatastrophen werden immer häufiger und können immer und überall auftreten. Sie kommen mit großer Wucht und verursachen Elementarschäden in hohem Ausmaß. Wichtig ist jetzt, dass man einen erfahrenen Partner zur Seite hat, der die Dimension sofort erfasst und schnell handeln kann. Ein Partner mit logistischem Know-how, der rasch viele Mitarbeiter zusammenzieht, die mit Fachwissen und Umsicht die Situation in den Griff bekommen. Ein Partner wie Belfor. Belfor saniert Brand- und Wasserschäden in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt. Professionell und zuverlässig, wie das Beispiel der Stadt Meißen zeigt. Nach dem Jahrhunderthochwasser von 2002 wurde der Südosten Deutschlands im Juni 2013 wieder in weiten Teilen überflutet. Meißen traf es besonders hart. Die Stadt an der Elbe erlitt gigantische Schäden. Die Eindrücke waren also schon extrem. Wo wir den ersten Tag da waren, war das Wasser ja, ich sage gerade mal 24 Stunden wieder zurück. Als wir dann reinkamen, haben wir Berge voll Möbeljahr gesehen an den Straßenrändern. Teilweise der ganze Bürgersteig war voller Hausrat, voller beschädigten Hausrat. Es hatte so den Eindruck von erst großflächigen Sperrmüll. Viele städtische Gebäude wurden zerstört. Wir begleiten Belfor bei der Sanierung der zum größten Teil historischen Bauwerke. Vor dem Stadtmuseum treffen wir den Bürgermeister Hartmut Gruner. Wie hat er die Sanierung durch Belfor erlebt? Ja, ich muss natürlich dazu sagen, dass die Firma Belfor für die Stadt Meißen bis zu dem Zeitpunkt des Hochwassers keine bekannte Größe war. Uns war aber auch klar, das muss ich sagen, dass wir mit jetzt hier kleineren Unternehmen bei der Größe der Objekte und der Schäden an den städtischen Objekten ganz schnell sicherlich nicht zum Zug kommen. Es war wirklich erstaunlich für uns, wie schnell die Firma Belfor dann auch hier in Meißen vor Ort war. Vor Ort organisiert und koordiniert Regionalleiter Martin Schachtschneider mit seinem Team alle Arbeiten und löst auftretende Probleme. Probleme mit der Stromversorgung. Für diesen Zweck wurde innerhalb kürzester Zeit eine mobile Containerniederlassung aufgebaut. Ja, im Grunde genommen ist das hier eine kleine Niederlassung für sich, die fast alle Materialien, Geräte und Infrastruktur aufweisen kann, wie das eine Belfor-Niederlassung sonst auch in der Regel hat. Nur eben temporär für die Dauer der Großbaustelle. Hier ist unser vorläufiges Materiallager mit allem, was wir so die ersten Tage brauchen. Da hinten ein ganzer Schwung von dem Desinfektionsmittel, eigentlich Verbrauchsmaterialien, Einwegschutzanzüge. Die Regale füllen sich langsam mit den ersten Maschinengeräten, die wir in den nächsten Tagen brauchen werden. Ja, wir stehen hier in Meißen im historischen Stadttheater. Hier im Foyer hat das Wasser ungefähr gute 2,40 Meter über Geschosshöhe gestanden. Also das Foyer vom Theater mit Garderobe war vollkommen überschwemmt vom Elbwasser. Aber wir haben hier die übliche Vorgehensweise, dass wir das Gebäude ziemlich weit entkernen, bis ungefähr 1 Meter über ursprünglicher Wasserlinie wird der Putz abgeschlagen, jeder schwimmende Estrich wird entfernt, alle Gebäudeeinbauten werden entfernt, das Ganze wird dann desinfiziert und getrocknet. Also es wird hier einige Wochen dauern und das Theater wird nahezu hier in den Rohbauzustand versetzt werden. Ja, das Haus hat ja schon einige Hochwasser erlebt, aber es ist das erste Mal, dass quasi so professionell an die Schadensbeseitigung herangegangen wurde. Auch wenn wir am Anfang da ein bisschen skeptisch geguckt haben, weil ja erst wird ja etwas abgerissen und das tut immer erstmal weh, wo man meint, muss denn das sein und braucht man das? Aber die Firma Belfor war dann immer sehr gut mit uns, also mit mir im Gespräch, und hat uns die Vorgänge gut erläutert, sodass das wirklich nachvollziehbar ist, was hier läuft. So wie das hier aussieht, wird es demnächst überall im Erdgeschoss vom Stadttheater aussehen. Wir haben den Putz abgestemmt, den Estrich entfernt. Anschließend werden die Wände und Bodenflächen noch desinfiziert und dann über sicherlich 3 Wochen getrocknet werden müssen.
Was eben auch festgestellt worden ist, ist, dass das Elbe-Hochwasser ja diesmal doch offensichtlich sehr stark kontaminiert war, sodass wir natürlich auch erkennen mussten, es ist nicht damit getan, nur zu trocknen und alles zu belassen, wie es ist. Wir sind hier in der Stadtbibliothek. Das Elbwasser hat auch hier etwa in der Höhe gestanden. Auch hier wird der Putz entfernt. Auch wenn das eigentlich relativ harmlos aussieht von den Durchfeuchtungen, wissen wir halt, dass im Elbwasser Fäkalkeime umhergeschwommen sind. Teilweise gab es Tierkadaver in den Überschwemmungsgebieten. Teile sind mit Heizöl oder anderen Chemikalien kontaminiert. Und das ist der Grund, warum man tatsächlich auch den Putz hier abstemmt, auch wenn er noch auf den ersten Blick so ja, harmlos aussieht und der Laie sich vielleicht fragt, warum ist das erforderlich. Es war also jetzt der Schaden ja nicht so erkennbar, dass hier große Verwüstungen unbedingt waren. Aber natürlich jetzt der Einsatz der Entkernung führte natürlich dazu, dass man den Schaden erstmal so greifbar zu sehen bekam, wenn hier große Container stehen, wenn hier Trockenbau in Größenordnung natürlich herausgenommen wird aus den Objekten, nicht nur aus den städtischen, auch natürlich, das trifft die gesamten Läden und privaten Objekte genauso, dann merkt man natürlich erst, welchen Schaden dieses Wasser hier verursacht hat. Auch der städtische Kindergarten wurde von dem Hochwasser und seinen Folgen nicht verschont. Die Kinder mussten in höher gelegene Stockwerke ziehen, der Garten konnte bis auf einen abgesperrten Bereich nicht mehr genutzt werden. Der Sachverständige Gerhard Peuker nimmt Proben und überprüft die Belastung des Mauerwerks. Die Entnahmen werden anschließend im Labor untersucht und ausgewertet. Ja, doch, was ich bis jetzt gesehen habe, kann man durchaus sagen, dass das wohl gelungen ist, die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wie kontaminierte Oberflächenbelege, Wandbelege, Putzästriche ausbauen, das ist vollumfänglich durchgeführt worden, das passt schon. Nach der Trocknung erfolgte der Wiederaufbau durch lokale Handwerker und Bauunternehmen der Stadt. Das Wasser ist mittlerweile zurückgegangen und weihnachtliche Stimmung ist in Meißen eingekehrt. Das Theater muss seine Spielzeit leider noch in anderen Veranstaltungsorten austragen. Das Stadtmuseum ist aber schon geöffnet und feiert dies mit einer Bären- und Weihnachtsausstellung. Ja, wir sind hier im Stadtmuseum in Meißen, 6 Monate nach der Flut. Und man kann es sich eigentlich kaum noch vorstellen, dass hier das Wasser stand, naja, etwa 80 Zentimeter hoch. Auch hier waren Martin Schachtschneider und sein Team im Einsatz. Durch die Folienschläuche wird also die getrocknete Luft in das Gebäude gebracht. An passenden Stellen eingeschnitten verteilen wir die Trockenluft hier im Gebäude. Dazu nutzen wir die vorhandenen Bodentanks, die eigentlich für eine Elektroverteilung vorgesehen sind. Über Turbinen wird die getrocknete Luft über die Bodentanks in den Fußbodenaufbau eingeblasen. Dank dieses Verfahrens und der umfangreichen Sanierung durch Belfort ist das Museum heute so gut wie wiederhergestellt. Das Beispiel Meißen zeigt, auf Belfort ist bei Schadensfällen jeder Dimension Verlass. Insgesamt 16 öffentliche Gebäude wurden hier gleichzeitig innerhalb weniger Wochen saniert. Und das zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. Belfort und gut.